Porridge Show. Unsere nächste Mutter ist Leanne Cartman. Ihr Sohn behauptet, der unkontrollierbarste Teenager der Welt zu sein. Und seine blöde Mutter könnte nichts dagegen unternehmen. Warum wollt ihr euch nur nicht benennen? Schnauze, du alte Puderblonze, mit dir redet doch keiner! Mrs. Cartman, Sie kriegen Ihr Kind nicht in den Griff. Ach, mein kleines Mäuschen macht manchmal den einen oder anderen Unfug, aber er ist trotzdem mein Schnurzelpurzel. Ihr Sohn hat hinter der Bühne ein Video gedreht. Sehen wir es uns an. Molly, ich bin unkontrollierbar. Ja, ich nehme Drogen und mach, was ich will, ihr Wichser. Ich vögle, was mir über den Weg läuft, und zwar ohne Gummi. Ich habe einen affengeilen Körper. Außerdem treibe ich es auch noch mit Männern, wenn sie gut dafür bezahlen. Ich sage immer, wie ist deine Gnade? Oh! Er ist ein richtiges Zuckerschnäuzchen. Gut, dann soll er rauskommen. Hier ist Eric Cartman. Oh! Fickt euch, ihr Grottenwichser. Oh! Meine Mutter, die blöde Tutsi, hat mir nichts zu sagen. Fragt sie. Mrs. Cartman, was tut der Sohn mit Vorliebe? Naja, er spielt gern mit Forsch Kneid und Bear Wellington. Mama, wir tun ja bloß so, schon vergessen. Sex und Drogen. Oh ja, ich meinte mit Sex und Drogen. Oh. Scheiß drauf, mir ist alles egal. Ich mach, was ich will. Riskier hier keine Lippe, du kleines Arschloch. Ich zieh mit Gangs rum. Halt die Schnauze, du abgefuckte Schnalle. So kriminell wie du bin ich schon lange. Und die Verbrechen begehe ich, weil es mir Spaß macht. Erzähl keinen Scheiß, du bist nicht kriminell. Du bist ein Nichts. Wenn ich die Schule gerade mal nicht schwänze, dann drück ich mir Heroin ins Schulklo. Ist mir doch egal, ich lass mich jetzt ins Parlament wählen. Und dann treibe ich's mit einer Praktikantin, mach sie anschließend kalt und vergrab hinterher ihre Leiche. Was?